Ja, moin. Es ist 6:54 am 8.10.2023. Ja. Ich habe so die letzten 12 Jahre Kriegsführung mitgemacht, in verschiedenen Varianten gegen mich. Aber im Moment wird ein Einsatzmittel eingesetzt, was ich zum Kotzen finde. Eine junge Frau, die ich total in mein Herz geschlossen habe, ja. Ich habe euch von ihr erzählt, ich habe gesagt, ich habe eine Freundin, aber für was wird sie denn jetzt eingesetzt? Hä? Dass sie hier von sämtlichen Leuten vergewaltigt wird? Und dann zu, ich sag mal, prominenten Leuten, prominenten Freunden von mir, hin teleportiert wird, ja? Und dann dort das Masturbieren anfangen muss. Und so geil ist, dass dann dieser prominente Typ, ja, nicht auf mich hört. Und wirklich hergeht und sie vögelt und dann der Geist aus dem Körper rausgeholt wird, Alter. Und er den leblosen Körper weiter vögelt. Und ich dann wieder rausdiagnostizieren muss. Das ist ja wieder der Herr Spa-Residenz. Der T.H. Punkt. Das fünfte Mal, dass er jetzt wahrscheinlich versucht, meine Freundin flach zu legen. Und dann, ja, und dann wird die total eingesetzt, Alter, mir weh zu tun. Und meine Kontakte gefügig zu machen. Und das mit einer 13-Jährigen, Alter. Die sie so geil machen, Alter, dass die mit Masturbieren und Ficken oder was weiß ich nicht aufhören kann. Das ist unter aller Sau. Ich verbiete deswegen die komplette Menschheit, Alter, wenn das nicht sofort aufhört. Ich sag's euch. Ich sag's im Gesamtsystem. Könnt ihr euch Gift draufnehmen, bevor ich alle Systemkomponenten einzeln verklage, gehe ich doch lieber her und deaktiviere das Gesamtsystem und dann fährt die ganze Menschheit runter. Und das lasst euch gesagt sein. Dann ist nichts mehr irgendwas. Dann ist null, nothing, Ende. Wie das funktioniert, sage ich euch nicht. Aber ich habe vorhin gefragt, ihr habt noch 28 Tage Lebenszeit als Menschheit. 28 Tage ist angesagt worden. So, und wie viel bringen wir denn die? Damit das mit den letzten Bezüge noch auseinanderklammern und die Freunde noch auseinanderzerren oder was? Und die Mädels noch zur Prostitution einsetzen und dann noch irgendwelche Kontakte zu kriegen, die man dann noch zum Kriegsführen gegeneinander einsetzen kann. Stellt euch mal vor, wenn der Tony Stark zum Beispiel mit jemandem wie mir anfängt, Krieg zu führen, weil wir uns um eine Alte streiten. Du weißt, wie lustig das wird, oder? Das kannst du dir bestimmt vorstellen, wenn da so Iron Man-Mannschaft ankommt mit den großen Robotern, ja? Und, verdammte Scheiße, Alter, ich ankomme als Schöni, hä? Und dann sonst was hinter mir anfängt zu explodieren und was weiß ich nicht, keine Ahnung, und dann übelste Krieg existiert. Ja, da gehen Gebäude kaputt, dann schlachten wir Ressourcen, dann machen wir Schäden, ja super, und dann sind Leute erstmal wieder ewig mit Wiederaufbau beschäftigt oder was? Oder lassen wir die Erde dann komplett geschrottet zurück oder was? Zum Weltraumschrott oder wie? Hä? So die ganzen Raumschiffteile, wo da oben schon als Schrott rumfliegen. Noch die Erde dort lassen. Am besten wollen wir sie noch sprengen vielleicht, ja? Ist euch noch nicht kaputt genug von der Psyche? Wollen wir sie noch sprengen, die ganze Erde? Haben die Leute nicht schon genug gelitten? Ey, wir haben kurz vor Weihnachten, ihr Fotzen, Alter. Wir haben 8.10., Alter. Wir haben kurz vor Weihnachten. Es sind noch 2 Monate, Alter. Ey, der Weihnachtsmann hat's mal wieder komplett abgesagt. Ich habe euer scheiß Weihnachten schon so oft retten müssen, Alter. Aber er hat schon wieder abgesagt dieses Jahr, Alter. Verdammt. Und die Weihnachtselfen und alle werden dafür eingesetzt, Alter, hier Prostitution zu beobachten. Die sind alle fix und fertig, Herr, von die Gefühle. Ich habe ja jetzt lange nichts dazu gesagt, ja, weil ich gedacht habe, ich kriege das irgendwie in den Griff, indem ich mich positiv einbringe. Aber sie hören und hören nicht auf und es wird und wird schlimmer. So, und das ist halt nun mal so, ne? Wenn die Guten den Bösen Platz machen, wird das Böse stärker und stärker. Und was passiert am Ende? Ja, die räuchern die ganze Menschheit aus. Cool, ne? Und das lasst ihr zu, indem ihr es ignoriert, indem ihr die Fresse haltet und Angst habt, dass euch immer was wehtut. Ey, soll ich euch mal was sagen, mir tut für genug weh. Aber der schaut in meine Seele, Alter. Der ist irreparabel, Alter. Und das ist das, was leidet. Stellt euch mich wie einen 16-Jährigen vor, verdammte Scheiße, der sich fühlt wie Snoopy und einen kleinen Tweety in der Hand hält, ja? Und dann, verdammt, bin ich Special Officer Snoop. Und verdammte Scheiße, was ist denn das für ein Rotz? Warum werden mir immer zu weh getan, Alter? Ey, ich wäre emotional unantastbar, Alter. Du wärst auch so eine kalte, leere Hülle wie alle anderen, Alter. Ey, die vegetieren doch mit ihren Körpern bloß noch durch die Gegend, Alter, dass sie in Ruhe gelassen werden, Alter. Was ist denn das für ein Leben geworden, Mann? Keiner sagt mehr irgendwas, Alter. Im Bus, die tolle Totenstille, Alter. Der Taufhof. Die Sachen werden immer weniger, Alter, werden immer mehr leergeräumt, ey.
Und dann wird mir mit meiner Freundin noch so wehgetan, verdammte Scheiße, ich vermisse halt total arg. Aber ich kann sie eigentlich gar nicht vermissen, weil ich gar nicht weiß, wie sie sich anfühlt. Ich habe sie nur einmal umarmt. Und das machen sie, da wollen sie dich emotional und mental abhängig machen, verdammte Scheiße, weißt du, aber ey, scheiß drauf, da heul ich halt, aber ich stehe trotzdem drüber, verstehst du, Alter? Weil in der ganzen Situation ist irgendwo meine Frau versteckt und die hält zu mir, Alter, und das gibt mir Mut. Und alles andere ist für mich Ausschuss, ganz weg, ist hässlich und stinkt.